Schön, dass du da bist, lieber Skorpion. Liebe, April 2022. Und zwar gilt dieses Orakel für dich, wenn du Single bist. Das heißt, wenn du gerade in einem Kennenlernprozess bist, wenn du einen Wunschpartner hast oder wenn es da im Moment gar niemanden gibt und du möchtest einfach schauen, welches kollektive Feld steht für dich bereit, lieber Skorpion, in Sachen Liebe. Ich mische mal die Karten heute auf einen sehr speziellen Ort, wie ich sonst normal nie mische. Aber ich habe das jetzt irgendwie so da. Lieber Skorpion. Gut. Schauen wir mal. Ich schaue mal einfach aufs Thema und du schaust, ob du dich da wiederfindest, lieber Skorpion. Das Asterkelche. Die Chance auf Liebe, gekreuzt von den 8 der Münzen. Das heißt, du bist in einer Energie, lieber Skorpion, dass du wirklich daran arbeitest, dass du auch die Chance der Liebe erkennst und ergreifst. Dazu bist du bereit. Wenn du dich da wiederfindest in dieser Energie, dann schau gern weiter. Wenn du sagst, na, das passt so überhaupt nicht, dann bitte schau dein Sonnenzeichen, Aszendentzeichen, Mondzeichen und dann schaust du einfach beim Thema. Da siehst du gleich, ob du mit dabei bist bei dieser kollektiven Legung. Gell? Also jetzt in keinem Fall eine persönliche Kartenlegung, das kann ja gar nicht sein. Das weißt du wie. Also, wunderbare Energie im April, die Chance auf Liebe ist das Thema zu sehen. Und auch das zu manifestieren und zu ergreifen. Und in der Qualität bist du das sagst, so und jetzt möchte ich das wirklich ergreifen und diese Chance bietet sich auch. Lieber Skorpion, was ist da bewusst? Was ist dann ist im Unbewussten? Was war in jüngster Vergangenheit? Die Nahe-Tendenz. Deine Position, das heißt, du siehst du dich, das kommt von außen auf dich zu, deine Hoffnungen bzw. Ängste und die fernere Zukunft oder mögliche Tendenz. Gell? So, was war in der Vergangenheit? In der Vergangenheit, also du kommst aus einer Energie, wo du wirklich ein Neubeginn gestartet hast. Wo du sagst, so, jetzt packe ich mich zusammen und jetzt geht es auf in Sachen Liebe. Ich tue was, ich mache was. Und das zeigt sich ja da in der Energie. Was tust du, was machst du? Du schaust, hältst Ausschau nach den Chancen in Sachen Liebe und bist bereit, das wirklich umzusetzen. Gut. Skorpion. Dann schauen wir weiter. Was ist dir bewusst? Was ist unbewusst? Sehr interessant. Bewusst ist dir, oder sagen wir so, lass mich da einig spüren, Skorpion. Du gehst in Sachen Liebe derzeit jetzt, ja, wo du das schaust, sehr analytisch dran, sehr kopflastig, sehr straight, sehr klar. Diese Energie ist da fast wie ein Geschäftsprojekt, ja. So Energie ist das, lieber Skorpion, ja. Ja, ist so. Unbewusst. Ist eine Verstrickung vorhanden in Sachen Liebe, die da hineinwirkt jedoch. Und das hätte ich gern geklärt, beziehungsweise das kläre ich jetzt.
Denn das ist eine Bindung, die, ich meine, es ist der Teufel, ja, die dich abhält, die Liebe zu leben. Weil der Teufel ist der Gegenpart der Liebe. Ne? Und du hast da was Ass der Kelche liegen, was du Skorpion, also wunderschöne Energie. Das ist in deinem Unbewussten. Das schauen wir uns näher an. Ne? Okay. Unbewusst. Ist ein Muster da, das Herz verschließt. Und um das Ass der Kelche zu nutzen, braucht es ein offenes Herz, lieber Skorpion, das weißt du. Aus dem Unbewussten ist ein Muster aktiv, wo du dein Herz verschließt. Was dein Herz verschließen lässt. Ich schau mal, was das für ein Muster ist. Das hat mit einer vergangenen Beziehung oder Kennenlernprozess zu tun, lieber Skorpion, so wie das da liegen. Was auf ihm fehlt, ist, dass du diese Verbindung verlassen hast. Und wo man dir vermittelt hat, dass du nichts wert bist. Es war so, also das, was man dir gegeben hat, ja, war Wertlosigkeit, ja, also an minderen Wertschätzung, so, das ist auszubringen. Und diese Verbindung, die du da verlassen hast, das war sehr, sehr, sehr von Sorge getragen. Und du hast dich da, dass die Hohepriesterin ist doch eine Energie der Verschlossenheit. Diese Verbindung hast du dann, dass du dich dann emotional distanziert, ja. Und oder vielleicht sogar getrennt, ja. Also raus. Vielleicht ist das eine Trennung in der Vergangenheit, ja. Tatsache ist aber, dass diese Energie, also diese Frequenz, nur in dein Energiefeld ist. Was du Skorpion, und die das sagt, okay, was? Öffne dein Herz nicht oder öffne dein Herz. Langsam oder schützt die oder was du so. Aufgrund dieser Erfahrung, ja. Also das ist halt einfach zu bedenken, dass du das warst, dass es da was irgendwie zu lösen gibt, zu erlösen gibt, wann du die da wieder findest, lieber Skorpion. Misch du nur die Karten. Weil die Chance einfach da ist, weißt du, es ist dann irgendwo durchschaut, gell, wenn da so ein Sabotageprogramm unbewusst am Wirken ist, gell. Da darfst du hinschauen, wenn du mich hast. So, die nähere Tendenz, die nähere mögliche Tendenz, lieber Skorpion, ist Heilung. Heilung im Sinne von Ausbalancierung. Aber auch das, was ich spüre, ist, dass du in eine neue Ebene gehst. Lieber Skorpion, du siehst da dieser Engel, ja, der gießt vom einen Krug in den anderen. Ja. Das heißt, es ist eine Phase, in die du gehst, wo du so eine Art Übergang, ja,
von dem Alten in eine neuere Ebene. Ja? Die Karte 14 der großen Arkana ist ja quasi die Karte, die auf die 13 folgt, und die 13 ist der Tod. Das heißt, nach einer Transformationsphase ist es jetzt nun so weit, dass sie da etwas verändert im Sinne deiner Weiterentwicklung in Sachen Liebe, ja, lieber Skorpion. Danke übrigens für dein Like, danke fürs Teilen von meinem Kanal, so zeigst du, dass da diese Orakelort taugt. Danke fürs Abonnieren von meinem Kanal. Du weißt, es ist kostenfrei. Falls du es noch nicht gemacht hast, schau mal das dann in den Aufstellungen in YouTube an und dann sehe ich, wie die Resonanz ist, und diese Art Orakel behalte ich dann auch bei oder mach das öfter, weil ich einfach weiß, dir taugt das, weißt du? Das ist sozusagen dein Feedback, ja, das ich dann sehe. Gut, wie siehst du dich? Du nimmst dich eigentlich sehr ruhig, sehr stabil wahr. Das ist, weißt du, also eine Wiederholung von der Energie in Sachen Liebe. Du lässt dich da quasi nicht aus der Ruhe bringen in Sachen Liebe und sagst, okay, ich gehe das ganz langsam an. Ja? Das ist eine recht feine Energie, lieber Skorpion. Was kommt von außen auf dich zu? Ui. Entweder ist da schon ein Verehrer bei dir, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, wenn du ein Mann bist, trage es bitte entsprechend um. Oder da kommen etliche Verehrer, bitte natürlich schau, dass du unter die Leute gehst, dass man dich sieht natürlich, wenn du nur zu Hause sitzt, dann wird das wohl schwer möglich sein, aber da sind mehrere Anwärter, lieber Skorpion. Gleich mehrere. Deine Hoffnungen und Ängste. Du mich hast da feste Partnerschaft. Also der Hierophant ist auch eine Bedeutung des Hierophanten ist die Ehe oder eheähnliche Beziehung. Ja? Also auf alle Fälle eine Art der Verbindung, die mit deinen ethischen und moralischen Vorstellungen ja einfach übereinstimmt. Und das ist eine offizielle Partnerschaft. Das ist der Hoffnung. Die entferntere Tendenz, April 2022, die Herrscherin. Fruchtbarkeit. Du erscheinst da als Traumfrau für alle Männer. Die Herrscherin. Vereint alle vier Elemente, alle vier Königinnen. Und es ist die Traumfrau für jeden Mann, weil sie eben alles vereint. Das heißt, das, was da unbewusst wirkt, was wir uns vorhin angeschaut haben, lieber Skorpion, das ist eine sehr, sehr gute Zeit im April 2022, dass du das wirklich löst. Erlöst, ja, weil die Herrscherin ist unabhängig. Also die hat da keine toxischen Dinge am Laufen. Das heißt, es eignet sich der April 2022 für die wunderbar, dass du das, was wir da vorhin beleuchtet haben, gell, erlöst. Ich ziehe nur ein, zwei Karten auf die Herrscherin, ja, also auf die entferntere Tendenz. Es schaut sich das Karma ein. Ich muss mal schauen, was sie das überlastet. Ja, das, was halt wirklich zu sehen ist, ist, also, weißt du, du kommst in eine Zeitphase, Skorpion, wo es um eine Entscheidung dann geht. Was willst du wirklich in Sachen Liebe? Aber echt voll die Entscheidung, ja? Die Schicksalshaftentscheidung. Und da ist eine Überforderung zu sehen, weil du eben noch verletzt bist und dich schützt und ein Stück weit eben, es ist ja zu sehen, ja, heilen musst. Wir haben ja das eh beleuchtet, was da hinter dir liegt. Also du, was der, wenn es dann sozusagen wirklich ans Eingemachte geht, dann
Dann sagst du, oh Gott, was ist jetzt los? Ich möchte mich nur schützen und hoppala. Ja, und da haben wir einen potenziellen Partner für die im Feld. Ja. Das kann übrigens auch jemand sein, den du bereits kennst. Muss nicht sein, kann aber sein. Und das ist mit sehr viel Freude verbunden, diese Energie. Und mit Emotionen, ja, da sind schon Emotionen vorhanden. Ne? Die drei der Kelche ist eine der Karten, wo man sich einfach freut, wo man feiert. Es kann auch sein, dass dieser Mensch in einer Verbindung ist, aber ich nahm das nicht so wahr. Also die Grundbedeutung der drei der Kelche ist nicht die Dreiecksbeziehung, ja, dass drei dabei sind, sondern die Grundbedeutung, ja, die klassische Bedeutung von den drei Kelchen ist Freude, Spaß, Emotion, Wohlfühlen, ja, Ernte, Erntedank. Ja. Und der König der Kelche kann halt auch jemand sein aus der Vergangenheit, muss aber nicht. Ja, bitte. Das heißt, da ist jemand im Feld für dich, ja, und alles wunderbar. Und da geht es dann wirklich um diese Wahl, was machst du jetzt weiter, ja. Und dann kommt die Überforderung. Also, ja, lieber Skorpion, so schauen wir aus. Im April 2022 im Kollektiv. Gut. Dann wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich fürs Mitdabeisein. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, lieber Skorpion. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Viel, viel Segen für dich und bis bald, Stella.